Hoi Urs, wie geht's dir? Hoi, mir geht's gut. Ich habe Applaus an der Ausstellung. Super. Was hat dich das Jahr dazu bewegt, zum an der Swiss Art Expo auszustellen? Eigentlich vor allem die Location. Ich finde das wahnsinnig spannend, in dem Hauptbahnhof von Zürich Kunst zu zeigen. Es hat ganz Haufen verschiedene Leute, die hier vorbeikommen, wirklich aus allen Bereichen Leute. Und das hat mich spannend gedacht. Und ich fand, ja, da muss ich meine Kunst der Welt vorstellen. Das ist super. Und du hast auch wunderschöne Kunstwerke. Sehr etwas Spezielles, Außergewöhnliches. Kannst du uns mal ein bisschen darüber erzählen, was du machst und wie du es machst? Also das ist Pasta, echte Pasta, die ich in Kunstharz eingieße. Und die ist nicht gefärbt, also nicht angemalt, sondern das mache ich mit verschiedenen farbigen Teig, die ich mit natürlichen Produkten wie Spinat, Kurkuma, Rande oder Sepiatinte färbe. Und das ist natürlich komplex. Wenn man schon mal Pasta gemacht hat, dann weiß man, dass Pastateig hat eigentlich die schrecklichste Konsistenz, die man sich vorstellen kann. Das ist ein Klumpen und der Teig will Klumpen bleiben. Von dem her braucht es sehr viel Technik und Wissen, wenn man so Muster in Pasta reinbekommt. Und so wie es aussieht, hast du das absolut. Hast du in deiner Kunst irgendeine Aussage, irgendetwas, das du mitteilen willst, oder ist es einfach ein rein kreativer Prozess bei dir? Also, ich habe eigentlich eine Vision in meinem Leben. Und die Vision ist, dass wenn jeder nur ganz ein bisschen etwas machen würde, um die Welt zu verbessern, dass eine Wahnsinnsenergie wird geben. Jetzt, wenn man so im Weltgeschehen sieht, machen das ein Haufen Leute nicht. Schauen nur für sich selber und bringen eigentlich nur Schlechtes in die Welt. Jetzt, das soll mich ja natürlich nicht davon abhalten, die Vision zu leben. Und vielleicht kann ich ja auch jemanden damit anstecken. Und das ist ein Teil von meiner Art, eigentlich etwas Gutes, etwas Tolles in die Welt zu bringen, ist meine Kunst. Das ist wundervoll. Und kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dass du die Kunst machst, oder? Also wie am Schluss irgendwie von einer Idee, dass dann zu so einem Produkt wird bei dir? Also es ist nicht immer so, dass ich eine konkrete Idee habe. Ich probiere auch einfach mal so ein bisschen Sachen aus. Ich probiere neue Techniken, wie man die Teig zusammensetzen kann, weil das ist gar nicht so trivial. Und dann kommt manchmal auch etwas ganz anderes raus, wenn ich geplant habe. Aber das heisst ja nicht, dass es schlecht ist. Es ist oft sogar dann noch viel besser geworden. Sachen, die eigentlich abverhängt sind für das Projekt, das ich eigentlich machen wollte. Mhm. Aber oft habe ich schon eine Idee von einem Muster, wenn ich das was ich will machen. Aber das ist eigentlich dann im Herstellungsprozess so ein bisschen fließend. Ich schaue, wie wirkt das und das ist dann eigentlich der Weg, wo eigentlich dann die Kunst, das Projekt geht, das ist fließend. Ja. Und hast du für die Zukunft irgendetwas Spezielles geplant, irgendein spezielles Projekt oder irgendetwas, das du umsetzen willst, das du gerne mit uns teilen willst? Also es gibt ein Projekt, das ich eigentlich schon seit länger verfolge. Und zwar möchte ich ein Schachbrettmuster machen mit der Größe 1x1 mm das Feld. Und ich bin schon etwa 10-mal gescheitert. Aber also momentan habe ich keinen Plan, wenn ich das weiter will angehen. Aber unmöglich gibt es für mich nicht. Es muss irgendwie möglich sein. Ich weiß einfach noch nicht wie. Und dann möchte ich auch von der Pasta-Arten möchte ich eigentlich so ein bisschen mit diversifizieren. Das nächste Projekt, das ich hier angegangen bin, sind Tortelloni. Das ist super. Da freuen wir uns darauf, mehr davon zu sehen, auf jeden Fall. Und wie war bisher die Swiss Art Expo so für dich gewesen? Ich meine, Sonntagnachmittag hast du viele spannende Kontakte können knüpfen. Wie war das für dich gewesen? Also das erste Mal bin ich, als ich das gesehen habe, die Künstler, was die machen, bin ich restlos hin und weg gesehen. Das ist wirklich aus meiner Sicht Kunst auf ganz hohem Niveau. Und da fühle ich mich natürlich total geehrt, darf ich da auch mitmachen. Und ich konnte Kontakt knüpfen.
sehr spannende Jahre. Super, das freut uns sehr. Es hat uns unglaublich gefreut, dass du da mit dabei bist. Sehr außergewöhnliche, coole Kunst, die du machst. Und ja, wir freuen uns darauf, in der Zukunft mehr von dir zu sehen. Wir wünschen dir noch ganz viel Glück für die restlichen Stunden der Swiss Art Expo. Merci vielmals. Danke.